Jule, herzlich willkommen zu dieser neuen Aufnahme mit mir, dem Element Crafter Day. Und heute gibt es mal was etwas anderes. Und zwar spielen wir heute den PewDiePie's Tuber Simulator. Und ja, ich wusste nicht genau, was ich für Mittwoch aufnehme, also für heute. Deswegen dachte ich mir, nehme ich mal das hier auf, denn ja, das hier ist ein kleines YouTuber-Spiel, wie man sieht, von PewDiePie erstellt. Wie man hier oben sieht. Und ja, ich habe aktuell im Spiel 1 Million Abonnenten. So, das werde ich zwar niemals im Real Life schaffen, leider. Aber nee, ehrlich. Ist auch egal. Auf jeden Fall, da habe ich jetzt 1,04 Millionen Abonnenten. Die habe ich jetzt auch in einer Woche. Also ich spiele das Spiel gerade mal seit einer Woche. Und man kann sehr, sehr schnell eigentlich Abonnenten dazu verdienen. Zum Beispiel jetzt. Ich werde zum Beispiel jetzt einfach mal das verdreifachen. Dann habe ich mehr Abonnenten. Ui. So. Da bin ich wieder. Die Werbung hat sich absolut nicht gelohnt. Ich sage, wie es ist. Ja, aber ihr habt den Titel wahrscheinlich heute gelesen. Das ist nämlich der Grund des heutigen Videos. Denn ihr habt bestimmt gelesen, ich werde Casino-Streamer. Und das ist natürlich gelogen. Denn ich habe im Spiel hier gerade eine Aufgabe. Und zwar spiele 15 Mal Puggle. Und Puggle ist hier so eine Art... der Greifautomat, wo man hier so ein bisschen ja gambeln kann. Und ja, das mache ich heute in diesem Video. Mehr werde ich auch nicht machen. Und ja, sag es, man kann hier auch den Einsatz erhöhen. Also ich habe gerade 300.000, also 329.000 als Einsatz. Das höchste wäre 5 Millionen, Junge. Wie viel? Ich glaube, das mache ich am Ende. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, wie oft ich jetzt schon das gemacht habe, ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn man dieses Spiel hier spielt, hat man halt einen coolen Bonus. Oder sagt, hat man coole Bonis. Die sind dann einmal oben und man hat noch so einen Versandbonus. Das ist halt, man kann hier im Spiel sich so Items kaufen. Damit levelt man halt auf und die dauern halt immer, bis sie geliefert wurden. Und ja, in dem Fall jetzt 3 Stunden ungefähr. Und ja, die kann man halt mit Puggle ein bisschen, ja, ein bisschen niedriger machen, die Versandzeit. Wie das im Real Life funktionieren würde, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall sehr cool, dass es im Spiel funktioniert. Ja, und man muss aber auch wirklich sagen, hier im Spiel dauert es auch viel, viel kürzer, bis man 1 Million Abonnenten hat. So, da bin ich auch wieder zurück. Ja, mein Handy hatte keinen Akku mehr gehabt. Deswegen, ja, musste ich, ja, jetzt einen Tag warten. Also, es ist jetzt der nächste Tag, also der Tag darauf. Und ja, man sieht, das hat sich ein bisschen was verändert. Und da habe ich jetzt mir einen Hintergrund geholt. Und ja, großartig in meinem Raum hat sich nichts geändert. Ich habe mir jetzt hier was geholt. Auf jeden Fall, ja, kommen wir zurück zum Spiel. Warte, ich schau mal ganz kurz. Okay, 3 Minuten noch. Genau, wir machen weiter mit Puggle. Und ja, wo ich stehen geblieben bin, war, dass man in diesem Spiel viel einfacher 1 Million Abonnenten bekommen kann. Und naja, es ist ja auch irgendwo offensichtlich. Ich meine, es ist ein Spiel. So, das sind ja nur virtuelle Abonnenten, die ja nicht wirklich, sag ich mal, deine Videos gucken. Ich meine, in dem Spiel wird ja nur dargestellt, dass du, sag ich mal, Klicks machst mit Videos. Und das Witzige ist, in diesem Spiel sind die Klicks ja so gesehen auch dein Geld. So, du hast ja nicht wie auf YouTube so irgendwie eine CPM, wo du halt pro 1000 Klicks oder so Geld bekommst, sondern du hast hier wirklich, sag ich mal, ja, für ein View, also ein Klick so gesehen, hast du halt, ja, so gesehen 1 Euro in diesem Spiel. Das finde ich sehr witzig. Dann gibt es halt noch diese Extra-Bugs, die man unten rechts sieht. Diese grünen Scheine, damit kann man sich halt Sachen kaufen, so Skins und sowas. Also das ist halt sowas wie V-Bugs oder sowas. Also nichts, so ein bisschen, was man gegen Echtgeld in Anführungszeichen tauscht. Das ist rein zu kosmetischen Zwecken da und halt nicht dafür da, um irgendwie ein Spielvorteil zu bekommen. Keine Sorge, so einer bin ich nicht. Genau, dafür zum Thema Casino-Streamer
Natürlich war das Titel sehr irreführend. Was natürlich daran liegt, dass ich ja, gerade hier so ein Greifautomatenspiel spiele. Und auf jeden Fall, ich keine Sorge, ich werde keinen Casino-Stream machen. Weder heute noch in der Zukunft. Hoffe ich zumindest. Man weiß ja nie, was passiert so. Ich meine, ich glaube, wenn so ein Casino-Deal auf mich zukommen würde und ich wäre gerade richtig knapp bei Kasse, ich glaube, ich würde es machen so. Also auch wenn es moralisch absolut verwerflich ist. Aber ja, es muss ja nicht lange sein. Es muss ja vielleicht nur einen Monat oder so sein. Wobei, wenn man ja ehrlich ist, diese Casino-Deals sind ja eigentlich nur Guthaben, was aufgeladen wird, soweit ich weiß. Deswegen würde ich es, glaube ich, doch nicht machen. Ich habe meine Meinung geändert. Lieber arm sein als ein Casino-Deal am. Ja, am. Wie sagt man das? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ja. Genau. Ich muss auch sagen, die Musik ist sehr, sehr, ja, sehr chillig, muss man sagen. Ich finde auch die Geräusche sehr geil, zum Beispiel von, wie gesagt, das ist ja das Spiel über PewDiePie und das sind ja seine 200, die man sieht. Und das hier ist zum Beispiel, Maya, glaube ich, heißt sie. Also der Hund heißt Maya und wie man schon erkennen kann oben, die hat halt nur ein Auge so. Ja, genau. Und das hier ist Edgar, also der, so gesehen, der schwarze Mops von PewDiePie. Den er schon seit, der eigentlich sein, ja, quasi sein Maskottchen ist. Genau, den man hier auch schon sieht. Genau. Auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Finde ich den Sound halt witzig, wenn die halt runterfallen. Wir können es uns mal ganz kurz anhören. Ich hoffe, man hat es gehört. Ja. Denn, wie gesagt, diese Handyaufnahme, die ich ja jetzt gerade mache, die ist immer noch neu für mich. Deswegen, ja, mal gucken, ne? Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, ich schneide am Ende dieses Videos noch ein kleines, ja, ein paar Clips rein vielleicht. Ja. Aber ich würde sagen, das wär's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Oh, warte, hier kommt noch ein Adler. Ich nehme nochmal ganz kurz alles mit. 15 von den Dingern. Ich habe das bereits einmal geöffnet gehabt. Und drinne war folgendes. So ein, hier oben sieht man es. So ein, ja, Vogelbart nennt man das. Genau. Dann mache ich das mal hier noch ganz schnell und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, aktiviert die Glocke und dann mein Discord und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder und dann würde ich sagen, ciao, Leute.